also ein ideales Umfeld für Leute mit Macho-Anlagen. Dazu musst du sagen, dass der Felix ja auch wirklich die Männer alle herausgefordert hat, nicht? Da kann ich ja nichts fehlen. Das ist so orakelmäßig. Wie bei uns irgendwie der Schornsteinfeger, dann kommst du vorbei und dann grüßen die gleich durch. Ne? Der Ersatzschornsteinfeger aus Pyramidonia. Die Männer haben. Das ist der Fahrer, der hier war, der Amr Diab. Geht praktisch nicht, ja wohl. Also wenn es immer heiß ist, du hast immer solche Teile an, die sind ganz gut. Chef Porter. Yeah. See, we go to Etap Hotel. Yeah. Just these three people. Okay. Yes. We take a little walk to the Etap. Ja, ich hast ja noch einen Film eingelegt. Ja. Ist er mit Ton? Ja, alles dabei. Hörst dich selber gleich, siehst dich selber gleich. Enjoy this here. Yeah, we'll enjoy it. Yeah? Good.
Bitte? You have credit cards here? Yes, sir. We have. Which ones? Visa card and American Express and Master card. Okay. Let me ask you something, please. I will call you and ask from the hotel. Yes, please. Mit reinziehen, das hat mein Vater nicht so kompliziert. Mhm. Weil ich tue dir auch nichts. Das heißt, da hast du wenigstens noch ein klein bisschen Accommodation. Das Tal der Könige vor, sehen Sie das alte Wrack. Wenn wir Gerd nicht gehabt hätten, das so gut gemacht hätte, man soll auch mal ein Lob Gerd ausschlagen. Ja, ich hoffe, dass jetzt klar wird, ne? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit mit Entscheidung, oder? Wir entscheiden. Ja, ich. Ich sag mal, jetzt ja. Ich lass mich mal eben bitte aus. Du hast Online-Material auf. Ja, 3 Stunden, nein. Da kann man 3 Stunden aufnehmen. Ich glaube, das ist dahinter. Ich bin noch nicht da gewesen. Also deshalb kann ich das auch nicht genau sagen. Das jetzt. Obwohl, wir sind ja auch noch in die Wüste gefahren. Wüste, Oasen und kommen. Wir haben vor einem Tag so. Ja. Du kannst ja auch mitfliegen, ja, mit dem Staatsanwalt. Das
ist ja nie gar nicht sehr versetzt, ne? Das ist hier nicht viel, ne? Der Nils. Haben wir reinsprungen bevor. Man glaubt es ihm ja nicht, aber. Ja, guck mal hier, Olaf. Ja. One more. For you, ne? For you. For me? Okay. Das ist ja toll. Ganz toll. Ist doch ein hübsches Boot. Stoff dabei. Mensch, Junge, hast du Stoff dabei? Ja, nicht für ihn, einfach wegschmeißen dann. Die sind ja immun hier mit ihrer Lage da. Die anderen rauchen ja alles. Die kann ja. Das ist vor das Gipfel. Ich will ja mal echt wissen, was die mit dem Rock da haben. Die da eine Hose haben. Mal gucken. So, hier bei der Arbeit, Herr Augustin. Ja. Felix, wo hast du denn das Catering gelassen? Hier, ja, alles. Guck, jetzt kann man sehen, dann. Ob so, ja? Ja? Noch nicht. So ist das also. Ich werde kurz mal. Alle Frauen, die ich muss kaufen. So, jetzt gehen wir zu den ersten Sonnen duschen. MS Prinz du Nil. Get in the log.
Jetzt geht's ja wohl los, ja. Nächste, wie ich das sehe. Ja. Da sieht man diese Fähre, wenn es da heißt in Indien, Fähre kennt er 400 Tote, das sieht immer wieder. 80 Mann zugelassen, 250 sitzen drauf. Nein. Es gibt zwar eine sogenannte Crocodile Island, aber die haben sie alle abgeschossen, die Krokodile, wegen der Touristen. Ja. Weil die haben sich öfter mal gegriffen. Ja. Natürlich. Ja, eben war der Kissengegangen hier steppen. Schon bei der Kuss. Da sind sonst viele Viecher drin, so Seehunde auch. Fliegende Fische, die Walrösse. Das ist also halb manuelles Gewerbe hier. Ja. Setz dich bitte nicht auf meine Brille. Ja, die habe ich schon ganz selten. Okay. Die kannst du ja auch hergeben. Oder? Ah ja, gut, die Tasche, ja. Achtung, festhalten. Mit der großen Pfeife da, nicht? Also da musst du auch aufpassen, wenn dir einer was gibt. Musst du die Hand nehmen, Kannst du das aufmachen mit den Füßen? Dann könnte ich es aufmachen. Aufmachen. Ja. Hey Felix, er möchte Cola. Felix, ach so. Der macht das schon. Die kleinen Süßen, guck mal. Okay. Hallo, Er guckt auch so verbittert. Okay, okay. Ha? Okay, Bakshish. What? Bakshish. Okay. Bakshish. Okay. Bakshish, 1 minute. 2 minutes. 3 pounds. Was? Good. Oh, 3 pounds. You got 10 pounds already. Okay, 3 pounds. Huh? 3 pounds. Okay. Sadat. Sadat, hello, hello.
Just 1 minute. 1 minute. Good. Chef, Was macht die Kamera eigentlich? Alles. Du kannst zoomen automatisch. Du kannst. Hast du dir das gekauft? Nein, habe ich mir geliehen. Und Gegenlicht schafft sie? Geh ich so rein. Geh ich voll rein. Und die ganze so Gräberjackerei und Schatzsucherei, wann ging das so? War das viele Jahrhunderte, hat sich da überhaupt keiner drum gekümmert? In den 20er Jahren. Ist das erst richtig losgegangen? Also vor 2 Jahrhunderten hat es mir überhaupt keiner daran gedacht. Die Sonne weg, ne? Jetzt könnte ja was sein. Ne? Da werden immer welche gesucht haben. Da war ja fast alles ausgeraubt. Geplündert, ne? Das wusste ja auch gar keiner. Nicht, wenn die hier im 18. Jahrhundert hier eingelaufen sind, das hat ja nie einer gewusst. Nicht heute Medien, Funkgerät, da sind die Bomben aus. Und das Gold eben ab. Dann diese Metalldetektoren, ja. Das sind nicht diese. Gold, ne? Diese Geigerzähler-Dinger. Das Gold abgerutscht. Die Dinger waren ja auch teilweise eingestürzt und das ist ja wieder aufgerichtet. Das ja. Ja? Ist wieder aufgerichtet? Teilweise wieder aufgerichtet. Und dann haben sie doch, also in diesen Pyramiden früher, die sind da bloß die ganze Labyrinthe da lang gelatscht, umgesucht. Manche auch da umgekommen, da haben sie jetzt verlaufen. Verehrt, oder? Ja. Das auch. Und haben sie das bloß bei den Eingang. Sie haben doch abgekratzt. Dann sind sie doch hier gefunden, aber wissen wir nicht, wie sie mal sind. Ja.
Now, you want to do it for five? Stand on foot. My friend? Fünf. Fünf, sechs. Sechs von. Für dich und sechs für ihn. Seven, no bucks. No more. Hello. Sechs von und Backschiff. Sechs von und Backschiff. Okay. Die wollen ja handeln. Natürlich. Das sind ja echte Leute. Nee, die müssen ja. Dann wollen, dass man das. Entweder du bist einfach eine Touristin da oder bist so cool, dass du dich akzeptierst. Wie du die Spiele mitspielst. Ich hab zu drauf. Hallo? Aber es ist interessant, ne? No more. No more? Come on, Felix. Come back. So, Felix, muss nicht machen. Ja. Kissing in the Kissing in the Kalish. Did it again. Kissing in the Kalish. Genug? Nasenkampf, genug davon. Ja, Bernie. Jetzt überholen sie auch noch. Blöde Schwein schlägt ihn. Abonnierte, abonnierte. Abonnierte, Kastal. Ihr seid hier am Anfang der Zeiten. Ja, hier wurde sie erdacht und hier wurde sie Ereignis. Die große Woche der Schöpfung der Welt. Und die Erde trennte sich vom Wasser. Ihr seid angekommen. Hier im Hause des Vaters. Willkommen und bringe euch Frieden, euch, die ihr das obere Ägypten bereiset. Euer Weg wird euch nicht weiterführen, denn ihr seid angelangt. Ihr seid hier am Anfang der Zeiten. Ja, hier wurde sie erdacht. Und hier wurde sie Ereignis. Die große Woche der Schöpfung der Welt. Und die Erde trennte sich vom Wasser. Ihr seid angekommen. Hier im Hause des Vaters. Betrachtete jeder Pharao sich als Sohn und wollte darin sein Zeichen hinterlassen. Ein jeder fügte hinzu und fügte zum Hinzugefügten hinzu, erweiterte, verbreiterte,
vergrößerte. Und das geschah so 20 Jahrhunderte lang. Und so entstand dieses fantastische Labyrinth von Fassaden und Gängen und Durchgängen, von Plätzen und Vorplätzen, von Ausblicken und Durchblicken, von Winkeln und Windungen, zu denen Priester und Pharao allein Zugang hatten. Wow. Aber wie ein Fisch im Wasser fühlt sich der Ägypter in diesem. Er liebt die Wissenschaft des Jenseits. Er liebt die seitlichen Ausgänge, die geheimen Pforten, die verborgenen Treppen, das schimmernde Dunkel der Gräber. Die Reiseführer, welche die Mumien begleiten, nennen sich gerne das Buch der Toten, das Buch der Pforten, das Buch der Höhlen, das Buch der Nacht. Es sind dies die einzigen Atlanten, in denen jemals versucht wurde, die Karte der anderen Welt zu zeichnen. You have been here for the first time? Quays. Kolotamang? Shukran, shukran. Yeah. Kolotamang. Good. Do you like to go to Karnak Temple? Me like to go there. Me like to have a look at it. Let me be looking at it. Yes. It's 25 pounds, one way. No, too much. You better bargain. It's 26. Nine pounds. 23 pounds. It's less than 9 pounds. Oh. You know, it's a long way. It's a long way, Kana. I'm a busy man. Me, time to talk to you now. For hours and hours. You say 11 pounds, then that's it. No. 22 pounds. Kana Temple. And, well, no, there are other drugs. Okay, 18 pounds. Okay, 18. Yeah. No, yes, Kana Temple, and ticket, and everything. 13 pounds. Less than 13 pounds. No, 15 pounds. 15 pounds. Come on, please. Come on. Yes, you know, 15 pounds. You know. The other driver. Yes. Oh, no. 14 pounds. 13. 14 pounds. 13 and a half. Okay. 13 and a half. Okay. Mr. Ibrahim. Yes, how do you do? You go to Valley of Kings. Well, I faced the death. Oh, hold it now. Thinking of life. Because you can live stronger, you think of the death from time to time. Right? Because you can't value life, you don't know about the death part. The dualism, you know what the old pharaoh told me long, long ago. So personally, or what I read in the book. In the holy book. The holy book of the book of all books. Holy Bible. Oh, that book will be written soon. Okay. By Mr. Augustine, Mr. Kupler, and Mr. Lindbergh. It's the last book. Very interesting. Yeah. The last book on the... It's above the Bible. On the first culture. The Quran. It is the book. Above, high above. No, above. It's drüber. Roundabout. Erhaben. Roundabout. Das Erhabene Buch. Das Buch der Erhaben. Roundabout. Das hat eine Kassette, was das? Ja. Dabei werden die Pfeife reingezogen. Schumm. Ich kenne das. Schumm. Ja, von dem Sichtwinkel. Oh, die paar Schönen und der Hund. Armes Ibrahim. Die finden es schön, wenn man auch zugeht. Salam alaikum, Mr. Udo. Mr. Udo, salam alaikum. Mr. Flexible. What are you doing in Egypt?
Mystery culture, mystery religion, mystery history, man. Oh, this is very good. I get ready to write a book, man. Aha. Euphrat Tigris. Euphrat in Tigris. Yeah. Finde ich schon mal gut. You better get your tab writer, man. Uh-huh. Get your automatic. Automatic, automatic. Ja, man muss das da schreiben, wo am Berge so Möser, wie Möser. So Möser. Am Berge, Berge Möser muss man das. Am Berge Möser. Ja. Nee, am Berge Möses. Ja, das wird ein feines Buch, oder? Ich, und anschließend haben wir dann alle... Es zeichnet sich schon der in den Grundzügen ab, ne? Der setzt uns schon mal auf die Sprengliste. Mhm. Kein römisches Buch. Ich weiß schon, über was drinstehen muss. Ah ja, alles eben, alles. Es bleibt keine Frage auf das Buch. Genau. Hakim Pascha. Das letzte Buch. Das ja. So heißt es. Hakim Pascha. Danach und dann kam die Bombe von Ayatollah. Sie sind eine automatische Blende da dran. Keine Diarrhoe, kein Durchfall. Kabis Jok, Isal Jok. Ich scholle Scheck. Das heißt der Schwanz eines Esels oder so ähnlich. Eselsficker. Ja, ich scholle Scheck. Nee, Vater, ich scheck sie kitsch, ist Eselsficker. Ich scholle Scheck, dein Vater ist ein Esel. Aha. Und Ananasikim ist, ich ficke deine Mutter. Jok. Und Sikim Sikirim ist auch, leck mich am Arsch. Ist das jetzt für die Kairoer Pornografieabteilung, oder was? Nein, das ist. Hast du auch den Ton mit drin? Der 19 ja, Private Dancer. Ja, das war, die, was war ein bisschen nach hier der neue ägyptische Film Private Dancer. Der Rapasche von der Analphase. Der rektalen Analphase. Du Bennett, hast du eine. Die werden weggeschlossen. Die werden dann weggeschlossen. Mädchen, so Kinder, 10, 11. Dann ist vorbei, weggeschleckt. Die haben auch die Schultracht, die alle. Einheitlich. Niedlich. Wollen wir schon sehen, ne? Guck, das gibt auch keine, also, Gaso Nieto. Und die Kinder hier, das sind die Schulkinder hier, oder? In der Uniform hier. Da sind Sie das erste Mal hier, nicht? Come on.
Trockene Luft hier. Ja. Ja, komm. Der Hahn ist noch im Einsatz, im Korb, egal. Es hat sich einfach durchgeholt. Wir haben die früher gewohnt, die Jungs. Ja, die haben die richtig gespielt. Factory Alabasta. Alabasta? Das haben sie jetzt. Sag mal, sind das die nicht auch diese teilweise von Aswan hierher verpflanzt haben? Was? Diese Tempel? Nein, 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 das ist gut. Nein, ich frage nur. Als sie den Staudamm gebaut haben, haben sie einige. Tempel haben sie rausgezerrt. Hast du Memnon? Die haben sie gleich. Ah, das ist Memnon. Ja, das sind die Memnon-Kolosse. Die wollen wir jetzt sehen. Jetzt hast du was zum Erzählen, Felix. Jetzt hast du was zum Schnacken. Das ist ja süß, nicht? Ja, erzähl doch mal ein bisschen was, nicht? Die Steine, wo das was gemacht wird, sind auch die Steine. Der Stein, wo das rausgemacht wurde, ist derselbe Stein, wo der Sarkophag draus gemacht. Sehe ich das richtig, Gerard? Was?
Der Stein ist das Original. Das kann sein, nein, genau. Das ist alles hübsch. Alles ein bisschen imprägniert. Hübsch oder? Nachgemacht. Ist. Nachgemacht. Wenn da auch mal Drähte und sowas da drin sind, dann weiß man doch, dass das ja, nicht gut. Ist. Hey. Ja, nachgemacht. Schön, ne? Schön. Ja, Bibi Kolotamam. Imitation, ne? Imitation. Was? Die verstehen doch gar kein Englisch hier. Da kommt er. Felix, schläfst schon? Was? Bisschen abgedreht bis jetzt. Das sieht man auch, besonders hier auf dem Video. Alfred! Nein, da war ja hier ein Jasi. Kratzig wieder. Suffer. Soll ich mir waschen? Your wife? Yes. Good for you. Mr. Casanova, gut. Gut, super. Wenn du die erste hast, dann war ich drauf geworden. Wenn die Fähre oder das ganze Volk da rauskommt, dann müssen wir die. Ja, das ist mal durch. Das ist so, wo auf. Dann ist ja anscheinend ein Stück. Ich komm. Der Sohn fährt nicht an dem Aber Fußball. Noch ist ja weit im Breitband. Nee, ich glaube, wieder. Die Wiese, die ich haben. Wir müssen die Schatten. Ja, das hätte ich gerne. In dem Getümmel. Ja. Und dann kriegt er deinen Strohhut auf. Wer kriegt den auf? Ich. Und dann in das Getümmel. Ein Geilspecht. Was? Ibrahim. Olaf mit den Pyramiden im Hintergrund. So. Was? Ist alles mit drauf, oder? Alles drauf? Ja. Jetzt kannst du ja mal ein bisschen erklären, was du alles so siehst. Was sehen Sie denn da so? Nicht mehr eine. Was? Ich habe Sand fürs Hirn, Sand im Hirn. Zu viel Sand heute. Zu viel Sand in der Birne. Ein Mann ist fertig. Man sieht's, man sieht's. Ne? Der Lipp ist ja richtig geschwollen, sehe ich gerade. Ja, richtig etwas geschwollen. Machst du richtig gut. Ja, es macht ja auch Spaß so. Da müssen wir aufpassen. Ja, müssen wir nur aufpassen. Die ist in einem Wichselstelle. Wieso aufpassen? Dass Felix nicht irgendwie verloren geht. Bist du vorhin meinst du eingewichst und eingebuddelt? Oder? Ich tue mein Bestes. Du, ob ich heute Nacht komme zu ihm? Ja, ja, of course, yes. Yes, yes, yes. Tonight. Sure? Tonight. Yes, for you. Egyptian party? For you, Egyptian party. You come tonight. Hm? Felix, Sie wollen alle nur das eine. Eine meinen Körper, alle nur das eine. Nur meine Seele wollen Sie nicht. Ja? Ja, ja, Felix, guck mal, jetzt kommt der ganz Kleine. Mach ihr mal schon das Foto. The other side. Yes. Yes. Drei Knaben hier. Was? Drei Knaben auf einmal. Den haben wir. Wo ist das sonst schon drin? Mr. Sobra. Er hat Angebot in der Frage. Wir machen heute Abend Abschläge. Ne? Doch in Deutsch? Was? Deutsch? Doch in Deutsch? Deutsch. Gut. Deutsch, gut. Mein Onkel ist wirklich doch in Deutsch. Ist nice. Sehr gut. Ich wollen wir die mitnehmen, Herr Mann. Wollen wir die mitnehmen, Herr Mann. Adoptieren nochmal. Das ist small. Ja, das ist gut. Good guy, good. Big heart.
Krieg toll hat. Bonanza. Yes. Reite mal ein bisschen, Felix. Reite mal ein bisschen. Auch mal ein bisschen. Ja, ja. Gerne. Auf dem Esel. Komm her, Bonanza. Aber das können wir nicht. Was macht er? Das mache ich gleich, ne? Egyptian. Jetzt aber. Hat, hat. Gut. Man hat sich geschlagen. Salam alaikum. Gern was zu trinken, oder? Ja, ist was? Gerne. Merci. Yeah. Merci. Habibi, merci. Habibi, merci. Habibi. Habibi, merci. Wahnsinnig verrückt, also das gibt's gar nicht. Wo ist denn unser kleiner Baby? Siehst du, hier vorne ist er da. Der sitzt doch hier unten. Ja. Hast du ihn ja noch gar nicht gesehen so jetzt? Ja, gut, ne? Gut. Sehr freundlich. Wo ist er denn? Schmolz, wo ist er denn? Wenn das die Süßmuschel ist, dann kommt deine Rente sofort und dann kriegst du den Geheimatatschen hier, der Verbindungsoffizier für die Parabellen. Und für die Deutschen, glaube ich. Ja. Ja, ja, guck mal. Guck mal, am Abgrad. Felix, Finger weg da. Felix, Finger weg. Ja, aber der haben wir nicht. Aber der haben wir nicht. Ja, das ist gut. Von der Felix. Nein, nein. Vorsicht, Felix, das fliegt doch alles weg sonst. Willst du? Zähl, schnell. Ja.
Felix, jetzt ist genug. Echt, jetzt ist auch genug. Echt? Du verunsicherst die Männer da. Du musst mal ein bisschen zur Seite gehen, du musst arbeiten. Ich habe ein schönes Buch gelesen. Du bist da richtig fest gewesen. Das ist kurz verloren. Mit meiner Brille. One pound. Give me one. No. Oh, take the fish. Clutchish. You never put the money for. It's wrong. It's not good. Und dann tanzen die Kinder zu Hause. Für die Kinder zu Hause. Das ist zu wenig für die Familie zu Hause. Die glauben das ja nicht. Ich meine, die Sphinx wäre da. Ich meine, die Sphinx wäre normal. Der ganze Film muss hier weg. Das hat sich verraten. Das ist ja schon alles drauf. Das ist ja schon alles drauf. Jetzt guckt ihr das an. Die Leute werden aber alle hoch auf. Denk daran, wie die besiffen. Denk an das Vermieter, wo die nur den Gips verticken. Weil das ist ja nur Zahngold. Ja, Zahnsilber. Du kennst, denk die Gipsabteilung. Ja, war mir ja. Aua, geht der Lärm. Musst du ein bisschen vorsichtig sein mit dem Zeug. Ja, ein Pfund geben oder was? Bitte? Ein Pfund oder zwei? Nein, ein Pfund. Das ist ein Pfund, oder? Olaf ist kein Zehner. Ich muss dran denken, dass Olaf, hast ihm keinen 10 Pfund gegeben oder einen 1 Pfund? Ein Pfund. Bist sicher? Was ist das? Was ist das? Also bitte. Bitte, komm gleich wieder. Du kannst die Zahlen überlesen. Die sind ja von der einen Seite schon. Du hast ja nur 11 Pfund hier drauf, da kannst du nicht 10 Pfund. Nein, da gibst du 1 Pfund. Hast du keinen, oder? Nein, gib ich dir mal. Aber schreib da drauf, lauf, Moment. Nee, gib mir doch Pfund. Nein, gib ihn, lass ich lieber in die Hand, dann freut er sich. Hier, pass auf. Sonst sieht er das jetzt nächstes Jahr. Hier,
bisschen drecklos. Ach, das sind die kleinen, wie heißen diese? Das ist vergiftete Geld. Ja, ja, das ist diese kleinen 25er Piaster. Piaster, das ist das Sift, 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 Sift. Das ist mit eingebauter Menge. Schukran, Schukran, alles, danke schön. Eingebauter Schnitt. Ja. Eingebauter Schnitt, 10 Pfund zurück. Ja. Das ist Finish, ja. Hier lass dir noch ein bisschen Käse davon. Oh, ja. So. Willst du mal durch meine gucken, dann siehst du deine Zahlen hast wieder. Und den Gefühlen wieder. Die hast du wieder, ja. Wollte ich dich gerade fragen, hast du die Brille hier? Die war in meinem Zimmer. Ach, wie schön. Ach, Boden, hast also. Hast du die da verkauft? Also, ein Vorwurf können wir wieder zurücknehmen. Nicht, nicht, dass der Fahrer nachher sonst auch mal mit so einer interessanten Brille rumläuft. Nein, das ist ja schön. Du bist ja auch ganz beruhigt, ja, ehrlich. Für mich auch sehr wichtig, dass sie da ist. Ja, du kannst aber ohne Brille, entweder nimmst du eine Brille mit oder einen Blindenhund. Also, ja, der Blindenhund ist ja grau aus, mein Blindenhund. Der ist auch nur ein, hat auch nur ein Auge. Ja, guck durch und guck auf deine Ruhe. Das alles ist glaube ich jetzt. Alle anderen beim Sportfetter. Ja, ja, guten Appetit. Du musst nicht sowas sagen, Felix. Du musst vorsichtig sein. Also erzähl nicht irgendwelchen Scheiß. Ja, jetzt mal fahr mal Packschütz raus. Was? Jetzt mache ich das, okay? 200 Mark. 200 Mark. Felix. Bitte? Ist noch gar nichts im Griff. Jetzt läuft die Kamera, Felix. Felix, ab jetzt bist du dran. Ja, ja. Hast du alles abgeräumt? Jetzt habe ich alles, alles abgeleuchtet, also eingeleuchtet. Ja. Thank you.
Klassischer geht's nicht, Erich, weißt schon. Klassischer geht's nicht. Mit Hut. Olaf, jetzt haben wir die ganzen Ruinen im Hintergrund und vorne vielleicht diese junge Blüte, Olaf. Der blühende Blüte. Ja, der Blütengärtner. Der verblühte. Der Blütengärtner. Der verblühte Blütengärtner aus Schilzlau. Zumindest haben wir die Klassik immer im Hintergrund drauf, das ist ja auch ganz schön. Ist der Ibrahim, Kolo Tamam. Shukran, Shukran, Kolo Tamam, Kolo Tamam. Sen Tamam? Sen Tamam. Ja, geht's dir noch? Die bunten Farben überall. Da steht Durand, Mathilde, Maman, Victor. Ach, das Ding da. Franck April. Ach du, ach, das ist interessant. 38. Wie sie wie 31. Bis da oben hat der Schutt gestanden. Da haben die da angefangen zu rauszugraben und haben hier alles freigelegt. Ach, das ist ja strange. Alles gemacht mit Hand, nichts Bohrmaschine, Fleckendecker, nichts Fleckendecker. Alles gemacht mit Hand. Hammer, Meißel, alles. Stempel, guck da. Nichts Fleckendecker. Zusammengebunden, als Opfer, Opfertiere. Ja, wie wollen wir denn das zusammenpacken? Also verschiedene Frauen. Was hat sie gestern? Vogel, Symbol für die Seele. Seele? Der freie Vogel, der Flug der Seele. Der rechtliche Vorgang auch wurde geopfert. Ja, Opfer. Da drüber ist auch noch was. Das hat sie. Null. Rechts vorne. Aha. So merkt man das. Den hat er mir aber nur für 2 Pfund gezahlt. Bitte? Den hat er mir nur für 2 Pfund gezahlt. Aha. Ich sehe, du, die sind hier alle auf dem Penis. Jetzt krieg ich das berühmte Ding endlich mal zu sehen. Alle auf dem Penis drin, ne? Und die alle riesen die Ohren. Achso, wann ist es echt? Oder? Ja, das ist echt. Das ist meine Masse. Ich bin ja Foto. Filmt ihn ja sogar. Freunde. Der hat dir das da angesehen.
Guck da nicht hin, Kind. Das ist nicht gut für dich. Das ist nicht unanständig. Da gehst du mir nicht mehr hin. No smoke. No smoke. Kein Rauch. No dope. Kollege. Nee. Ah, oh, ein kleines Hühnchen. So eine Dinger zum Beispiel, die haben sie mal gestanden, weißt du? Okay. Die haben wir die Säulen. Oder wenn die auch schon mal. Wenn sie da hoch gehen. Ich glaube, dass sie gestanden haben. Die haben gestanden. Aber wer weiß das schon? Achso, du meinst damals bei den Erdbeben. Nee, war ja kein Erdbeben. Ja, aber so ein paar Dinger sind bestimmt also einfach mal runtergeflogen. Das ist wie das gestürzt. Und runtergeflogen, wieder hochgeflogen. Ja, nee, die machen da oben so die Dinger wieder zusammen, glaube ich. Die Dinger da ja, stabilisieren die, ne? Also die alten Dinger machen diese alten Räume ein. Also so Haken, ja. Ah ja, der wird das zusammenhält.
Die Kassette wackelt.
allerdings wunderbar. Was man das sieht. Auf Mallorca. Ja, anschließend, wo ihr dann umgecheckt seid. Wie sitzen, Tommy? Schön. Wie wollen wir das gerne haben? Ein bisschen zu sagen, das Hotel so. Der Otto Robinson Club ist oder Hawaii Club oder was? Es ist ja alles ein Ghetto Club. Die Leute, die in Deutschland bezahlen, dann werden sie entjungfert, individualisiert. Alles wird abgegeben, die Kette um den Hals mit den Münzen. No problem, sagen sie. Be happy, don't worry, be angry, no problem. Hast du da. Ja, du um den Hals, die Kette. Ja, und dann. Bruder, willst du weiter? Eine Stunde fahren mit dem Schiff? Willst du mal eine Stunde fahren mit dem Euro? It's pretty nice. It's more interesting. You see a lot of birds in the sun. You know what I'm going to do? No, sit down. It's too tricky. Yes. Let me sit here. Don't worry, be angry. Wenn du erlaubst. Was kann ich dagegen tun? Genau. Das ist das Problem. Kannst du nur eine Jalabia anziehen, aussehen wie alle. Ja. Ist das mit dem Gegenlicht? Geht das in Ordnung? Ja, ist wunderschön. Da kommen manchmal ganz tolle Effekte durch die automatische Blende. In unserem Persönlichkeitsrecht ja nicht verletzt fühlen. Nein, ganz und gar nicht. Des öffentlichen Interesses. Nee, noch nicht, ja. Oh, ist die nicht. Sag mal, der Benz ist ja für einen großen Erfolg. Das hat nicht nur für manche, sondern auch für einen normalen. Also ein Witz ist nicht so. Leider kann man diese Frage jetzt noch nicht beantworten. In 2 Monaten kann man die nicht stellen. Das ist so wichtig. Salam alaikum. Salam, salam. Das dazu sagen, nicht? Felix, sag mal was Nettes Ägyptisches. Du spielst gern am Rohr. Du hast es gerade dabei. Ich bin hier gerade wieder am Schlamme. Das Buch ist witzig geschrieben.